Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Also ich bin neu auf YouTube und ich werde was mit Schleichpferden machen. Hier seht ihr jetzt Atelier Miro, also der Namensgeber von meinem Kanal. Also so soll sozusagen mein Traumpferd aussehen. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Repaints, damit ihr so seht, was ich so mache. Und ich werde auch Trenzen und Decken vorstellen und Halfter und Sättel. Die mache ich auch alle selber. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr ja Kommentare schreiben, Likes da lassen oder abonnieren. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Miro hat dieses Halfter hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Da steht auch sein Name vorne drauf. Das ist rot. Dann hat er auch noch eine Trense. Die ist nicht so gut. Da ist hier vorne Glitzer. Da. Stellt nicht scharf. Jetzt. Das Glitzer und mit Doppelzügel. Dann zeige ich jetzt mal ein paar Repaints. Also mein allererstes Repaint, das war Elmo. Der sieht so aus. Scharfstellen. So, der hat jetzt noch eine Decke und einen Halfter an. Die ist genäht. Ich kann sie ihm schnell ausziehen. Also das sieht so aus. Der hat Real Eyes. Der hat noch keine Real Eyes. Der hat noch so ganz normal schwarz. Der hat auch noch eine schlechte Schattierung. Wenn man schaut. Der ist aus dem Dartmoor-Pony-Hengst. Und der ist einfach nur schwarz. Mit ein bisschen braun, weil es nicht so gut geworden ist. Also der ist nicht so gut. Ich zeige jetzt noch andere Repaints. Dann das hier ist Quebo. Der ist halt aus dem Kamark-Hengst. Der ist gecastet, also die Mähne. Dann das Halfter hier. Das kann man ihm ausziehen. Das ist halt ganz normales graues Halfter. Wenn es fokussieren würde. Hier. Dann, der hat halt überall Punkte, jetzt noch von der anderen Seite. So, fokussieren. Denn sein Hinterbein ist gecastet. Und er hat Real Eyes. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Da. Okay, sieht man jetzt nicht so gut. Also er hat Real Eyes. Dann kommt Liberty. Sie ist auch gecastet, also die Mähne und das linke Vorderbein. Und sie ist aus der Lilliputianer Stute. Sie hat auch einen Halfter an. Und sie hat blaue Augen. Ja, okay, ein bisschen sieht man das. Und sie ist halt Farbschecke. Ja, das war's eigentlich zu ihr. Dann geht's weiter mit der Isländerstute. Ihr rechtes Vorderbein ist gecastet zum Tölt. Sie hat jetzt eine Decke an. Mit einem Knotenhalfter passend dazu. Also, die Decke ist jetzt nicht größenverstellbar, sondern angefertigt. Also sie steht auf ihren drei Beinen bloß ein bisschen instabil. Ich ziehe es ihr mal kurz aus. Das ist sie jetzt. Sie hat dreifarbige Mähne, wie man so sieht. Dann sie hat den Schweif ein bisschen nach hinten gecastet. Sie hat Real Eyes. Da, das
das fokussiert ein bisschen. Das Weiß in der Mitte habe ich mich ein bisschen vermalt. Ansonsten finde ich, ist sie ganz schön. Ja. Dann geht es weiter mit Moritz. Der ist nach einem echten Pferd repainted. Der hat hier überall Punkte, weil er halt noch nicht ganz weiß ist. Sieht man hier auch. Blaue Mähnengummis. Er hat noch keine Real Eyes, also er ist ein bisschen älteres Pferd. Und ich finde ihn eigentlich ganz schön. Der hat halt ein bisschen originelle Flecken. Aber das hat halt das Original auch. Und ich finde, der ist jetzt schon dem Original, der ist dem Original schon sehr nahe. Dann geht's weiter mit Junimund. Die hat jetzt einen Sattel auf und eine Trenze. Jetzt seht ihr mal, wie das so aussieht. Also der Sattel, der ist halt hier größenverstellbar. Die hat eine Schabracke drunter, die man wechseln kann. Hier. Und eine Trenze mit, sieht man das? Glitzer vorne wieder. Ja, okay, es fokussiert nicht. Ich ziehe das da jetzt mal aus und dann zeige ich sie euch noch so. Ich zeige jetzt noch mal schnell die Schabracke, die hat man nicht so ganz gesehen. Also die ist weiß mit einer grünen Umrandung und einem grünen Streifen und Ethnel Miro Logo. Dann, jetzt sieht man noch Junimund so. Sie ist aus der Andalusia-Stute, die Mähne wurde gekastet. Und ich habe auch ihre Kopfform ein bisschen verändert, wenn man das so schaut. Die hat hier einen Araberkopf bekommen, also so Hechtkopf. Also ein bisschen weggekastet. Dann hat sie Dapples bekommen, das sieht man. Hier so ein bisschen. So. Also sie hat Turnierzöpfe bekommen. Sieht so ein bisschen originell aus. Von der Seite hat sie zwei Flecken. Also da oben und hier an der Seite. Und ansonsten, ja, vier weiße Beine. Das war's. Als letztes zeige ich euch noch Rasmodias. Also der hat jetzt einen Knotenhalfter und eine Decke an. Die ist mit dunkelblau, hellblau umrandet. Dann hat er ein hellblaues Halfter. Knotenhalfter mit einem dunkelblauen Führstrick. Die Decke ist auch nicht größenverstellbar. Ja, dann ziehe ich die mal aus und zeige ihn euch ohne Decke. So sieht er ohne Decke aus. Er ist aus dem Hannoveraner Hengst. Er hat auch ein bisschen den Kopf gekastet zu einem Araber hier. Das ist mir jetzt nicht so ganz gelungen. Er ist zu einem Apfelschimmel repainted. Er hat Real Eyes. Mal schauen, ob man die sieht. Die sind eigentlich ganz schön von ihm geworden. Da. Dann, so sieht er von der anderen Seite aus. So. Der heißt Rasmodius, aber ich glaube, jetzt habe ich schon gesagt. Dann, er hat ein bisschen rosa in der Plesse vorne. Und ja. Also, das ist Angela. Er ist ein Off-Modell, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Dann, er hat zwar sehr viele Macken. Ja, okay, die sieht man jetzt gerade nicht. Ich zeige ihn euch, weil der hat eine Trense von mir bekommen. Der hat hier überall Glitzer hinbekommen. Auch hier im Zügel. Ja, deswegen habe ich euch den jetzt gezeigt. Dann zeige ich euch jetzt noch Pina. Also das ist auch ein Off-Modell. Die hat jetzt die Decke von Junimund an. Also in grün. Also mit grüner Umrandung. Hier. Hellgrüne Umrandung und grüne Bänder. Auch ein Halfter. Das hier vorne, wenn man das sieht, so weiß unterlegt so ein bisschen. So. Dann die Decke hier ist größenverstellbar. So, und jetzt zum Schluss noch zeige ich euch Wuschel. Das ist sozusagen ein Repaint. Der soll sozusagen meinen Hund darstellen. Der hat jetzt nur dieses Band an. Ich war zu voll, es ihm wegzumachen. Das ist sozusagen das Halsband. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Ihr könnt mir ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.